Leute, willkommen zu einem neuen Video. Das ist der dritte Part der dieser Serie. Und das letzte Mal haben wir erfolgreich die verschiedenen Pakete, also das ein File mehr Dokumente in mehr Pakete geteilt und diese verschickt. Und jetzt geht es noch daran, diese wieder zu zusammenfügen. Und damit ein Dokument zu erstellen und das auszuführen. Ja. Und hier muss ich. Ja, hier sortiere ich jetzt gleich die Dokumente oder diese Pakete, denn es könnte ja sein, besteht ja die Möglichkeit, dass sich die Reihenfolge vertauscht hat, bis hin durch das Senden, denn vielleicht war ein bisschen schneller, ein bisschen langsamer, wer weiß. Vielleicht ist es auch falsch, was ich da erzähle, das kann gar nicht passieren, aber ich kann mir vorstellen, dass das könnte passieren, und das wird's halt, ja, Sicherheitsmaßnahme. Und genau, fest nicht so viel. Und genau, da sieht man jetzt, ist es ja weiß. Hat er alle durch, sobald er alle durch hat, fängt er an zu sortieren und dann auf die Platte zu schreiben. Aber dieser ganze Code, der verschiebe ich noch in den Client-Listener, denn Server-Listener hat er irgendwie nicht viel zu suchen. Aber das kommt noch. Hier ist es mehr, hier habe ich noch, glaube ich, einen kleinen Bug gehabt. Genau, hier war noch was mit dem File-Name, denn man sieht 0 von 0, 0, 0, 0, 0, also hat die ganze Zeit ein neues File erstellt. Ja, ich habe ewig keine Strings mehr verglichen und ich war so dumm und wusste nicht mehr, dass man Equals es braucht. Gleich. Ja, dann kam ich dann darauf und dachte mir so, ernsthaft. Aber ja, dann noch schnell vertauschen. Filename ist sicher nicht null. Und hier sieht man es erfolgreich ein Ding. Ein Bild über transformiert. Nein, übergeschickt. Ich kann kurz sagen, ich hab die ganze Geschichte nochmal neu geschrieben, denn mit Android kam ich da ein bisschen auf etwas, dass man es noch ein bisschen anders sollte machen, denn ich mache es jetzt so, dass ich habe einen Android Hintergrundservice, also Hintergrundprozess, und der wird all zum Beispiel 10 Sekunden und eine Minute aufgerufen und prüft, okay, existiert ein neues Dokument, das ich herunterlade. Für das ist die ganze Geschichte nicht mehr so ideal und ich dachte, ja gut, weg damit und nochmal von vorne. Und da kam ich auf ein Problem, und zwar, dass ja, ich kann ja, wenn ich lade das ganze Dokument in den Arbeitsspeicher, und dann verschicke ich's. Und das geht mit 100 Megabyte auch ganz gut, aber wenn man dann bei zum Beispiel einem Film will verschicken, der zum Beispiel 1 Gigabyte hat, dann kann man gewisse Limiten von Java und Heap und der, kurz, was ich hier mache, ich führe IDs ein, und das mit dem kann ich verhindern, dass ich wenn ich ein Dokument sende, dann will ich es auch nicht auch wieder empfangen. Das macht irgendwie Sinn. Und so kann ich das wie sagen, naja gut, nee, brauche ich nicht. Zukünftig müsste man es gar nicht mehr verschicken, eben weil es so eine Abfrage ist. Also ich frage den Server, okay, gibt es ein neues Paket? Und er sagt mir, ja gut, das und das. Und sagt mir, okay, gib mir das, und dann muss ich es gar nicht mehr an alle verschicken. Da bin ich jetzt gleich, ja, muss man schauen. Das sollte funktionieren, und jetzt sollte gleich nichts mehr in der Konsole stehen, wenn ich alles richtig getan habe. Schiebe ich den Code noch, dass es in den kleinen Listener kommt.
Und hier sieht man die Abfrage. Also, wenn das File von mir verschickt worden ist, dann geh aus dem Methode Haus, denn ja, ich habe das Dokument schon, ich brauche es nicht noch einmal. Korrekt. Und jetzt sieht man noch kurz, genau, hier sieht man es, TCP2All. Das eben, das müsste man dann noch, das würde dann nicht mehr passieren, denn jetzt verschicke ich auch, eben wenn ich ein Gigabyte verschicke, dann verschicke ich auch noch ein Gigabyte an einen Client, der das gar nicht braucht und das also wie gleich gar nicht annimmt und wegpackt, aber annehmen tut er es ja trotzdem. Genau. Hier sieht man dann jetzt eigentlich, wenn alles funktioniert, wie es soll, dann sollte nichts kommen, beziehungsweise ich habe die Datei von mir selbst bekommen oder sowas habe ich in Erinnerung. Mal schauen. Wo bin ich jetzt im Serverlisten? Jetzt bin ich im Serverlisten. Ich habe es vergessen, genau. Und zwar, hier sieht man, unten sieht man übrigens, User-ID wurde auf 0 gesetzt. Also, er weiß, okay, 0. Und zwar, hier habe ich hier vergessen, dass der Server, der schickt ja nicht einfach automatisch alles weiter. Da, genau. Und hier scheint es etwas nicht mehr ganz drin sind. Auf jeden Fall sollte es nichts, es kommt jetzt nichts mehr, denn, genau, es wird ja an alle verschickt. So. Diese Episode ist echt kurz, und es wird diese Woche auch noch etwas geben. Trotzdem möchte ich kurz noch etwas sagen. Zuerst abonnieren, liken und kommentieren. So, muss ich mal üben. Genau. Und zwar, ich habe den ganzen Code nochmal neu geschrieben. Und ihn eigentlich darauf optimiert, oder mit dem Ziel neu geschrieben, dass ich an den Server kann kommen, der schickt mir eine Liste und ich kann sagen, okay, dieses File brauche ich, dieses will ich, und dann schickt er mir das. Oder ich lade ein, oder also wie zuerst lade ich einen File hoch und er speichert das unter einem Namen und einer ID und nachher kann ich kommen und okay und sagen, dieses File will ich und dann gibt er mir diese Dokumente. Und ich kann eigentlich mit mehreren Dokumenten gleichzeitig handeln. Und ebenfalls, dass er nicht vergisst, wer ich bin, also dass ich mich wieder neu mit wieder login, wieder einloggen kann mit der gleichen User-ID. Eben, das Ganze, das ist sehr, ich habe heute angefangen nochmals zu schreiben, das heißt, ich bin noch nicht weit und das geht noch ein bisschen, bis ich da ein bisschen weiterkomme, da ich auch noch ein Fanprojekt, also selbst ein Projekt habe, und da werden noch, mal schauen, Mittwoch oder so etwas wird noch ein Video folgen dazu. Auf jeden Fall, ja, da kommt dann noch etwas und dann vermutlich werde ich das GitHub-Verzeichnis updaten. Und dann könnt ihr dort den Code nochmal schnell anschauen, falls es euch interessiert. Mal schauen, ich vielleicht ein kurzes Video machen und sagen, ja, so sieht's aus, so habe ich so einen kleinen Devlog. Genau, das war's jetzt eigentlich mit diesem Video, eben abonnieren, liken, abonnieren, kommentieren. Voilà. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann sehen wir uns in einer halben Woche. Also bis dann.